Künstliche Intelligenz macht das Leben leichter und bequemer, zumindest soll sie das in vielen Fällen tun. Aber da gibt es auch eine Schattenseite bei der ganzen Sache, denn die KI birgt natürlich auch viele Gefahren. Ich sage immer, KI-Systeme sind immer nur so klug wie die algorithmischen Systeme und Datensätze im Hintergrund. In Wirklichkeit kann nämlich maschinelles Lernen derzeit nur bestimmte Bereiche der menschlichen Fähigkeiten abbilden. Das ermöglicht, dass bestimmte Daten viel schneller analysiert werden und Entscheidungen auf Datenbasis getroffen werden, die viel effizienter sind als Menschen das je könnten. Damit ist KI natürlich nur ein Werkzeug. Denn die Menschen, die haben immer noch das letzte Wort, sie treffen die Entscheidung. Ich finde, dass Digitalisierung und maschinelles Lernen zu mehr Chancen für alle Menschen führen kann. Da gibt es auch viele Beispiele dafür, zum Beispiel in der biometrischen Forschung, in der Pflege, im Schienenverkehr, der besser geplant werden kann, in der Landwirtschaft, anhand von Bodenanalysen, im Energiebereich, in der Bekämpfung der Klimakrise oder aber auch als assistierende Systeme für Menschen mit einer Behinderung oder für einen fairen Zugang zu Familienleistungen, aber auch Programme, die gegen kriminelle Netzwerke entwickelt werden oder KI in der Notfallsberatung, die eine Vielzahl von Texten schnell auswerten kann und priorisieren kann. Das sind alles reale Beispiele von maschinellem Lernen, die dem Gemeinwohl dienen. Damit es aber auch so funktioniert, braucht es unter anderem Regeln. Weil, wie bei allen Systemen, die der Mensch erschafft, es können Fehler passieren. Und Fehler können entlang der gesamten Kette der Gestaltung von algorithmischen Systemen passieren. Und genau da liegen auch die Risiken. Das Risiko ist, dass wir nicht mehr durchschauen, auf welcher Grundlage die KI entschieden hat. Und war das fair? Ist das nachvollziehbar? Das ermöglicht natürlich auch eine Beherrschbarkeit. Die müssen wir sicherstellen. Und es gibt Beispiele, negative Beispiele. Eine KI beurteilt die Kreditwürdigkeit eines Menschen und schätzt eine Person anhand ihrer Adresse einfach negativ ein, weil in diesem Wohnviertel viele Leute leben, die nicht kreditwürdig sind. Zum Beispiel auch, wenn KI-Frauen systematisch bei Bewerbungsverfahren diskriminiert oder Inhalte politischer Extremisten in sozialen Netzwerken verstärkt ausgespielt werden. Auch diese Beispiele sind real. Ja, lernfähige algorithmische Systeme bergen potenzielle Gefahren. Aber Menschen, wir haben die Verantwortung darüber, welche Daten das System reingefüttert werden, welche Daten werden analysiert. Und darüber hinaus sind diese Daten, die in das System eingefüttert werden, auch von Menschen erzeugt. Damit sind sie auch kein objektives Abbild der Realität, weil Menschen ja auch nicht objektiv sind. Auch ob der Empfehlung eines algorithmischen Systems gefolgt wird oder aber nicht, auch das obliegt den Menschen.